Fünf Autostunden weiter südlich hat sich auch ein Franzose mit Biogas unabhängig gemacht. Er ist Inspektor für ein größeres Waldgebiet im Departement Var in Südfrankreich. Sein Haus ragt hoch über das Kalkgebirge zwischen der Côte d'Azur und den provenzalischen Alpen. Jean Pin, der Tüftler aus Villecroze, muss wieder einmal tanken. Das Gas, das er hier komprimiert, stammt aber nicht aus Mist, sondern aus Holz. Die Idee dazu kam dem Wachenwaldhüter, als er vor Jahren einmal Gestrüpp kompostierte, um damit seinen Garten zu düngen. Unterholz, so stellte er fest, gibt es in der Provence genug. Und es ist obendrein gefährlich, weil es das Feuer weiterträgt, wenn es irgendwo brennt. Und wenn dann noch der Mistral weht, kommt es zur Katastrophe. Dieser Sturmwind treibt dann das Feuer durch die ausgedörrten Wälder und in wenigen Stunden können Hunderte von Hektar Wald vernichtet sein. Dort aber, wo Jean Pin seit Jahren das Unterholz ausräumt, läuft sich das Feuer tot, geht unter den Bäumen hindurch und kann sie nicht mehr so leicht entzünden. Wertvolle Sonnenenergie, im Holz der Bäume gespeichert, kann also nicht mehr so schnell verloren gehen. Und so hat Jean Pin es sich zur Aufgabe gemacht, seine Erfahrungen mit Holzkompost anzuwenden, um Energie aus dem Unterholz zu gewinnen. Mit seinem Team säubert er systematisch den Wald. Dabei achtet er darauf, dass er dem Wald immer nur so viel Gestrüpp entnimmt, dass die Fruchtbarkeit des Waldbodens nicht beeinträchtigt wird. Um das Holz zerkleinern zu können, hat Jean Pin selbst einen Häcksler gebaut. Der Häcksler wird von einem Traktor angetrieben. Ein Schwungrad mit Stahlmessern zerkleinert Äste und Zweige fast jeder Dicke und Größe. Die Holzschnitzel werden zunächst in einem Vorratsbehälter gespeichert. Der zweite Arbeitsgang. Die Holzschnitzel werden noch einmal von den Stahlmessern zerfetzt. Sie werden dabei so fein, dass man sie nun kompostieren kann. Jean Pin scheint mit dem Ergebnis zufrieden. Auch mit der Arbeit seines Teams kann er zufrieden sein. Es hat in nur 5 Tagen von einem Hektar Wald 40 Tonnen Gestrüpp abgesägt, gehäckselt und abtransportiert. Das hat etwa 500 Liter Treibstoff gekostet. Ein Einsatz, der sich für Jean Pin lohnt. Normalerweise würde das abgeschnittene Gestrüpp im Wald liegen bleiben und verrotten. Jean Pin jedoch will mehr daraus machen. Energie und Kompost. Die 40 Tonnen Schnitzelholz, die hier so allmählich zusammenkommen, lassen sich in der Provence alle 8 Jahre von einem Hektar wieder ernten. Verbrennt man es, dann kann man damit etwa 10.000 Liter Heizöl ersetzen. Doch Jean Pin will noch mehr. Er gießt erst einmal eine Menge Wasser darauf und lässt dann die Natur für sich arbeiten, nämlich Milliarden emsiger Bakterien. Seine Methode hat auch einige Belgier überzeugt. Bei ihnen konnten wir alle einzelnen Schritte von Anfang an filmen. Hier bestimmt Jean Pin gerade den Grundriss eines neuen Holzschnitzelhaufens. Es sind zwar viele Vorbereitungen nötig, aber sie lohnen sich,
Denn der Tüftler aus Wielkroos hat herausgefunden, dass sich mit Hilfe der Bakterien viel mehr Energie aus dem Holz herausholen lässt, als wenn man es verbrennt. Über dem großen Kreis entsteht Schicht für Schicht der Biomeiler. Je sorgfältiger das Material gestampft wird, desto besser können die Bakterien es mit Hilfe des Luftsauerstoffs zersetzen. In der Mitte des Haufens wird der Gärraum untergebracht. Er wird mit Kompost gefüllt, der schon einige Monate alt, also teilweise schon verrottet ist. Um den Gärraum herum wird ein Kunststoffrohr in Form einer Spirale verlegt. Der Gärraum ist luftdicht verschlossen. Der Kompost kann also nun gären und, wie im Steinerschen System, Biogas erzeugen. Das lange Kunststoffrohr dient als Wasserleitung. Sie soll dem Holzmeiler die entstehende Wärme entziehen. Die Leitung wird Windung für Windung in die Holzschnitzel eingebettet und festgestampft.